33-tägige Andacht für die ärmste Priesterseele des Fegefeuers. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, erster Tag. Die 33-tägige Andacht für die ärmste Priesterseele des Fegefeuers ist ein inständiges Gebet an 33 hintereinander folgenden Tagen, um für jenen verstorbenen Priester des Reinigungsortes zu beten und ihm Gnaden zu erlangen. Man wähle die Seele jenes Priesters, der im Fegfeuer am meisten leidet, damit sie uns von Gott die erwünschte Gnade oder Hilfe erbiete. Zu diesem Zwecke opfert man 33 Mal jeden Tag zum Andenken der 33 Lebensjahre unseres Herrn Jesus Christus das kostbare Blut auf. Jeden Sonntag empfängt man die Heilige Kommunion und opfert sie für die Seele des im Fegfeuer büßenden Priesters auf. Man schließt die arme Priesterseele täglich in eine der heiligen Wunden Christi ein, und zwar während der ersten Woche in die Wunde der rechten Hand. Täglich betet man wie folgt. O Jesus, ich verberge die ärmste Priesterseele des Fegefeuers in die Wunde deiner rechten Hand. O Maria, Schmerzensmutter, ich stelle mich unter deinen Schutz. Durch deine reinsten Hände opfere ich nun dem ewigen Vater 33 Mal das kostbare Blut Jesu auf. Für die ärmste und verlassensten Priesterseele des Fegefeuers, die am meisten leidet und für die niemand betet. Bitte und flehe mit der ärmsten Priesterseele für mich zu Gott. Damit mir bald Hilfe in meinem jetzigen Anliegen, wie kann man das Anliegen nennen, gewährt werden. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen.
Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist.
Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, dem Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, dem Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, dem Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, wo es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, dem Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, dem Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir Erhörung. So es dem Willen Gottes entspricht, in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist.
Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Am Schluss 12-mal, unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Mit kirchlicher Druckerlaubnis. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen.